Hans, Mission Impossible für deinen Kollegen Bruno Gehrig. Du kennst ihn, er ist auch ein Professor, du bist auch mal Professor gewesen. Und Bruno Gehrig muss jetzt eigentlich den Augiusstall Raiffeisen ausmisten. Er ist der Experte, der Neutrale, der muss der an Vincent aufschaffen. Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Also er ist neutral, ich muss mich anschauen, muss ich sagen, natürlich, Bruno Gehrig ist ein guter Kollege, etwa gleiche Generation. Von wo kennen die euch so? Ja, man kennt sich natürlich, oder? So in die U70, die in der Bank waren und an der Universität waren, und die kennen sich Nationalbank, natürlich. Nationalbank, Bruno Gehrig ist viel Nationalbankverbindung, ja, du? Ja. Nein, nicht Nationalbank, das habe ich nicht zu. Aber ist doch, also, er ist natürlich ein guter Kollege von mir. Per du? Ja, klar. Ja. Sowieso? Ja, also ich bemühe mich um kritische Distanz. Also gut, okay. Das ist aber sehr interessant, dass jetzt du eigentlich kannst die Rolle von Bruno Gehrig, die wichtig ist, ich meine, wir reden von der drittgrössten Schweizer Bank, die in einer Krise steckt, die Rolle von Bruno Gehrig beleuchten. Ist er richtig für den Job? Also es gibt zwei Sichten. Die eine ist seine persönliche. Soll er das machen? Soll er sich das antun? Und das andere ist die Sicht von der Bank. Und dann noch von uns, vom Publikum. Vom Steuerzahler, vom Genossenschafter. Ja, du bist Genossenschafter, ich bin Genossenschafter. Also gut, also der erste Punkt. Also ich hätte das nicht gemacht, wenn ich ihn wäre, klar. Aber ja, wieso? Was? Wieso? Klar, du hast auch so Studienaufträge angenommen. Was nein, nein, seit ich pensioniert bin, mache ich nichts an Sachen mehr. Sonst könnte ich auch nicht im Inside-Paradeplatz sitzen und da kritisch hinterfragen oder kommentieren. Ja, ja, gut, okay, aber ich meine, Paradeplatz ist das eine und so ein Job von der Raiffeisen ist das andere. Also, warum hättest du das nicht gemacht? Warum hättest du ihm empfohlen, das nicht zu machen? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was seine Aufgabe ist. Aber vielleicht noch aus der Sicht von der Raiffeisen ist es, ich finde es überraschend, dass sie den Bruno Gehrig genommen haben. Ja. Er ist natürlich ein aufrechter, korrekter, kennt die Welt auch. Aber er ist weder Bücherexperte, noch ist er Polizist, noch Staatsanwalt. Gut, aber er hat eigentlich einen langen Weg hinter sich. Ja, erfolgreich. Er hat lange bei der Bankgesellschaft gearbeitet, ja, hat eine Karriere gemacht, genau. Und dann war er eben mal Professor gewesen, ich glaube nicht so lange. Ja. Und dann aber Nationalbank, dort wäre fast Nummer 1 geworden. Ja. Also eigentlich nahezu der Vorgänger vom späteren Philipp Hildebrand dann. Es ist, glaube ich, Jean-Pierre Roth dann an seiner Stelle gewählt worden. Aber das ist eine super Karriere. Ja. Swiss Life, oder? Zum schwierigen Zeitpunkt, genau, Swiss er dann nachher auch. Und dann nochmal Dubes, wo sie auch in Nöten war, oder? Ist er dort im Fall. Also eigentlich ein Mann, der unbefleckt geblieben ist, der das Gute verkörpert von der Schweiz. Oder? Und jetzt kommst du und sagst, der falsche Mann, das ist ja ein bisschen hart. Ja, es geht ja da nicht darum, seine Unbeflecktheit auf andere zu übertragen, sondern er hat irgendeinen Auftrag. Wenn ich es richtig verstehe, ist der Auftrag, er soll die Akquisitionen, die Käufe von Firmen, die in dieser Phase Vinzenz, dieser langen Phase Vinzenz stattgefunden haben, untersuchen. Aber ich weiß nicht genau, was er untersuchen soll. Es gibt ja zwei Aspekte. Das eine ist, ist da beschissen worden? So wie wahrscheinlich in den Fällen, wo die Staatsanwaltschaft untersucht. Und das kann er, glaube ich, nicht untersuchen. Weil er nicht einmal ist. Also, da fehlt mir das Wissen, sagst du. Ja, nicht nur das. Er kann ja die Anwälte, die ihm dann die Arbeit machen, kann er ja intern in der Bank einsetzen. Aber die Gellnereien, wenn es Gellnereien gegeben hat, die sind ja nicht in der Bank, sondern die sind außerhalb der Bank. Okay. Oder? Okay. Also hat er dort das Problem, schon von der Übungsanlage her. Genau. Und wenn es nicht um kriminelle Sachen geht, sondern einfach darum geht, ist Governance verletzt worden, also quasi Alleingang, Sololauf von Herrn Vinzenz und die anderen haben da einfach immer genickt, so Zeug. Also eine Frage ist sicher Governance. Es gibt so Regeln, wie man so Firmen kauft, mit Bewertungen und zwei Gutachten. Ja, Due Diligence. Aber das kann er. Das kann jeder. Ja, ich weiss nicht, ob ich dann eine Rechtsanwaltskanzlei, eine renommierte nehme, weil das sind die Juristen, die schauen oft auf das Juristische. Wie der Peter Forschmoser, der hat ja sein Gutachten sehr genau gemacht und hat gefunden, das ist einiges schief gegangen, aber juristisch ist das okay. Also irgendwo. Also die ganze Sache. Genau. Guter Punkt. Wer hättest du genommen? Was? Oder jetzt haben wir eigentlich, sieht man ein bisschen die Übung gesagt. Die Raiffeisen hat unbedingt einen bekannten Namen wählen. Das hat sie mit dem Bruno Gehrig, oder? Genau, er ist wirklich eigentlich nicht beschädigt, oder? Absolut. Und dann hat sie noch Homburger, der die Arbeit macht, das tönt alles super. Und jetzt sagst du aber, eigentlich hätte man jemand anders müssen nehmen. Was hätte man dann müssen nehmen? Also ich mache jetzt einen Vorschlag, aber er ist nicht ganz ernst gemeint.
Die Universität St. Gallen ist die einzige, glaube ich, die ich kenne, die sich einen eigenen Lehrstuhl in Wirtschaftsethik leistet. Und die tun immer so kommentieren, was gut und schlecht ist. Aus ethischer Sicht. Sie hätten da den Leiter können von der Uni St. Gallen vom Wirtschaftsethik-Institut. Der hätte dann nicht müssen auf Governance oder so technisches Zeugs oder juristische Feinheit schauen, sondern hätte können sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Interessanter Vorschlag. Ein interessanter Vorschlag, insbesondere vor dem Hintergrund, dass da gewisse Nähe zwischen der HSG und Raiffeisen besteht in St. Gallen. Es ist alles immer St. Gallen. Alles. Oder? Es ist alles St. Gallen. Und auch der Bruno Gehrig hat glaube ich einen Ostschweizer Dialekt, wenn ich das richtig am Telefon interpretiert habe. Er war auch Professor in St. Gallen, und zwar einer der Berühmten, der Guten. Ist er im Raiffeisen-Filz? Nein, er ist nicht im Raiffeisen-Filz, das ist er nicht. Aber man muss auch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, es hat ja um die 100 Gesellschaften sind da gekauft worden, kleine und grössere. Und der Bruno Gehrig oder sein Team müssen ja nur die untersuchen, die Staatsanwaltschaft nicht anschauen. Also die, die bisher mindestens aus strafrechtlicher Sicht wahrscheinlich nicht im Verdacht stehen. Oder? Und da sind, glaube ich, vier grosse. Das grösste ist natürlich Notenstein, 550 oder wie viele Millionen sind das gewesen. Dann Leontec, Avaloq und dann noch die institutionelle Geschäfte rund um den Beat Wittmann. Oder? Und, ist auch schon viel, ne? Vier solche Bröcke untersuchen, ja. Bruno Gehrig, ja, ist nicht einfach. Ja, und er kann. Und das können die Juristen natürlich gut. Sie können einfach schauen, sind die Regeln eingehalten worden. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Notenstein nehmen, dann würde man aus heutiger Sicht sagen, die mit diesen 550 oder 570 Millionen ist die weit überzahlt gewesen. Man kann natürlich auch sagen, die ist so schlecht geführt worden, wo der Raiffeisen, dass sie nicht mehr, ja, heute nicht mehr wert ist. Aber, ich sehe nicht, also, was raus willst, wenn die Juristen dran sind, dann schauen sie einfach mit ihren Brüllen an. Ihre Formalitäten genau. Und so. Also, und der Bruno Gehrig, der das Gute verkörpert, ist eine Alibi-Übung? Ja, man wird, ja, halbe, mindestens.